Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir uns in meinen letzten Videos schon die Bosse, die besten Items aus ZG sowie ein paar allgemeine Fragen, wie zum Beispiel wie erhalte ich eigentlich Ruf, angeschaut bzw. beantwortet haben, möchte ich euch heute nochmal die Verzauberungen zeigen, welche mit der neuen 20-Mann Raid-Instanz ins Spiel kommen und vor allem wie ihr diese bekommen könnt. Falls ihr mich wie immer kostenlos supporten wollt, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch sowie einen Kommentar freuen. Vielen Dank auf jeden Fall. Mit Zul'Gurub habt ihr die Möglichkeit, an drei verschiedene Verzauberungen zu kommen. Einmal gibt es die klassenspezifischen Kopf- und Beinverzauberungen, die für jede Klasse einen anderen Boni gewährt, sowie die Schulterverzauberungen, die es in drei verschiedenen Varianten gibt. Als letztes gibt es noch eine Naturwiderstandsverzauberung, die ebenfalls für Kopf- und Beinplätze verwendbar ist und spätestens ab Phase 5 mit Akku interessant werden dürfte. Alle drei angesprochenen Verzauberungen könnt ihr über unterschiedliche Arten bekommen. Wir gehen also einfach mal ganz simpel erklärt alle durch und beginnen auch direkt mit den klassenspezifischen Enchants für Kopf und Beine. Jede Klasse bekommt eine eigene Verzauberung für den Kopf- und Beinslot. Wir schauen uns diese mal im Schnelldurchlauf an, ich verlinke sie euch aber zugleich natürlich noch unten in der Videobeschreibung. Der Druide bekommt 10 Ausdauer, 10 Int sowie 24 Ad-Heal. Hunter erhalten 24 Distanzangriffskraft, 10 Ausdauer und 1% Hit. Magier 18 Zauberschaden sowie 1% Hit. Paladine 10 Ausdauer, 7 Death und 24 Ad-Heal. Priester 10 Ausdauer, Mana-Rek sowie 24 Ad-Heal. Schurken 28 Angriffskraft sowie 1% Ausweichchance. Shamis 13 Zauberschaden und Heilung sowie 15 Int. Hexer 10 Ausdauer und 18 Zauberschaden sowie Krieger 10 Ausdauer, 7 Death-Punkte und 15 auf Schildblock. Ihr seht schon, viele der Verzauberungen sind echt stark, zumindest für die meisten Ausrichtungen. Wie bekommt ihr jetzt aber euren jeweiligen Klassen-Enchant? Schritt 1. Werdet freundlich beim Stamm der Zandelach. Wie das geht, habe ich euch in meinem Phase 4 Video im Zul'Gurub-Teil ganz am Anfang erklärt. Verlinke ich euch natürlich nochmal in der Beschreibung. Schritt 2. Ihr benötigt jetzt noch eine urzeitliche Hakari-Götze, welche bei den optionalen Bossen Chindo der Verhexer oder Blutfürst Manukir droppen. Allerdings nur 2 Stück pro Raid, was diese relativ rar machen. Außerdem braucht ihr eine klassenbezogene, durchstochene Voodoo-Puppe. Diese findet ihr in den Knochenbehältern, welche in der Instanz rumstehen. Ihr seht die genauen Locations im Bild im Hintergrund. Dort können diese spawnen, müssen aber nicht. Die Voodoo-Puppen sind zudem handelbar, jedoch einzigartig. Bedeutet, ihr könnt immer nur eine davon haben. Solltet ihr jedoch momentan eine Puppe besitzen, die anderen Mats bzw. Ruf für die Verzauberungen aber noch nicht zusammen haben, könnt ihr diese ja ganz einfach einem Twink schicken. Dann könnt ihr im nächsten Run wieder eine bekommen, da ihr ja mit diesem Char prinzipiell keine habt. Das war's auch schon. Damals in früheren Patchständen hat man noch ein spezielles Buch aus Düsterbruch benötigt, was die Geschichte deutlich teurer gemacht hat. Deswegen erwähne ich das auch nochmal im Phase 4 Video, sorry dafür, das war auf jeden Fall mein Fehler. Wenn ihr also freundlich seid, sowie die Hakari-Götze von einem der beiden Bossen bekommen und die Voodoo-Puppe aus einem Knochenhaufen gezogen habt, müsst ihr in der Instanz zu Sansa dem Ruhelosen gehen. Dieser befindet sich ein Stückchen hinter dem Schlangenboss auf einer Pyramide. Dort einfach hochlaufen und Sansa ansprechen. Das war's. Für die meisten Klassen sind diese das Beste, was sie bekommen können. Für manche Ausrichtungen, wie zum Beispiel einem Damage-Krieger, aber eher ungenügend. Machen wir direkt mit den Schulterverzauberungen weiter. Diese gibt es in drei Ausführungen. Einmal 30 Angriffskraft für alle Melees und Hunter, einmal 18 Zauberschaden für die Caster sowie 33 Ad-Heal für Heiler. Speziell für Tanks gibt es keine eigenen. Diese sind in der Theorie deutlich einfacher zu bekommen, in der Praxis allerdings deutlich schwieriger. Ihr müsst dafür eure Rufstufe beim Stamm der Zandala auf ehrfürchtig bringen. Das macht ihr auch, wie schon im Phase 4 Video erwähnt, unter anderem durch die Abgabe von Münzensets und Bijous, sowie das Töten von Gegnern in der Instanz. Für die ersten beiden genannten Sachen bekommt ihr dann Ehrenmünzen. 15 von diesen benötigt ihr für eine Schulterverzauberung. Zusammengefasst, Rufstufe auf ehrfürchtig machen, 15 Ehrenmünzen in der Tasche haben und ab auf die Insel im Westen von Stranglethorn und bei Rin gegen eure Schulterverzauberung eintauschen. Fertig. Die nächstbesseren gibt es erst beim vorletzten Boss in Axramas via Drop, deswegen alle Male einen Blick wert. Die letzte zu erhaltene Verzauberung ist ebenfalls eine Kopf- und Beinverzauberung. Diese ist allerdings nicht klassengebunden und gewährt euch plus 10 Naturwiderstand. Diese wird dann erst mit Akku und Phase 5 interessant, da man dort in der 40-Mann Raid-Instanz bei manchen Bossen Naturwiderstand ganz gut gebrauchen kann. Diese könnt ihr ab der Rufstufe Wohlwollen gegen ein Arcanum eurer Wahl aus Düsterbruch ganz einfach ebenfalls bei Sansa dem Ruhelosen in der Instanz eintauschen. Ein Guide zum Arcanum findet ihr in der Beschreibung. Welches ihr davon abgebt, ist aber wirklich total egal. Das billigste wird aber wahrscheinlich das des Schutzes sein. Schaut doch super gerne mal bei den anderen Teilen der Zul'Gurub-Reihe vorbei. Diese findet ihr in der Playlist auf der rechten Seite. Lasst mir doch zudem mega gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar und vielleicht da sogar ein Abo da. Hilft mir auf jeden Fall sehr. Danke fürs Zusehen und in diesem Sinne viel Spaß in Zul'Gurub und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.